Guten Morgen und wir fahren los zur Schule. Wir fahren kurz an die Tankstelle, wa? Mhm. Wolltest du dir was? Nein. Aber wir müssen uns beeilen, wegen der Container wird dann abgeholt. Hab dich lieb, Papa. Papa, du auch willkommen. Nee, ich muss leider hier bleiben. Wegen der, weil der Container abgeholt. Ja, man muss hier warten. Deswegen muss ich hier bleiben. Tschüss! Der Blick gleich noch hin. Viel Spaß! Ich habe mir unser Video noch mal zur Hälfte angeguckt mit dem Döner. Ich muss wieder so lachen. Das Döner-Video? Wenn einer noch geschrieben hat in den Kommentaren, dass das auch witzig fand oder sowas. Ja, du gehst in die Schule. Und ja, du bist in der Schule. Dann wusste ich erstmal nicht, was meint der, ne? Und dann war es mir wieder dieses blöde Döner-Video. Rewe to go ist es ja. Na klar. Wieso nicht? Ja, ich hoffe, dir gefällt mein Rendezvous. Das kriegst du jetzt mal, bist du richtig verwöhnt jetzt. Spazi, Batzi, hier, deine Wurst. Das ist dein Ernst. Das ist genau da, wo man festhält. Genau, siehst du? First Date at the Tankstelle. Danke. Papa Lufen. Schatz, hol doch schon mal den Kaffee. Das ist ja ein 2-Gänge-Menü. Oder hier auf dem Gesundheitstipp. Das ist ein guter Tisch. Die Kräuter. Das ist eine gute Höhe. Fast wie karamellisiert. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Zucker sollte, aber... Ich habe anderthalb drin. Ja, wo ist der halbe? Den hast du gleich weggemacht. Ach nee. Das ist genau der, der mir auch fehlt. Den hast du hier so gut eins? Nein. Tja, wir sind so ähnlich. Das ist unglaublich. Das ist spannend. Über die Jahre sind wir eine Einheit. Du hast dich sehr gut mir angepasst. Ich glaube, wir sind beide. Ja, ich muss mich ein bisschen zurück und du ein bisschen nach vorne entwickeln. Genau. Ja. Wir treffen uns auf dich auf ein Viertel und du auf 75. Dich konnte ich bis zur Hälfte hochpushen. Und ich habe jetzt noch 75% meiner ursprünglichen Leistung. Männer sind verbessert. Klar, haben wir auch gesehen bei dieser komischen Serie. Hanni, ist das okay? So als Freundin, Freundschaft, Freund. Natürlich. Das ist gut. Gut, wie verschafft. Was? Gut. Nein, hier. Nein. Was, da ist Kaffee. Hier. Da bestellen, da trinken. Gut. Gut, die mit.
Ich hab keine Knicken, nimm mal Pinunse. Da gut, warte, Paket. Hat ja Privatur bei. Mein Russisch ist eingerostet. Ich kann kein Russisch mehr. Könnt ihr noch Russisch? Nein. Da gut, nein. Muy говорим по-русски. Das ist ja so gedrückt, du kannst eigentlich nicht viel auf den Keks. Hä? Ich hab schon die ganze Zeit gerade viele Taschen rein. Hat er hoch, wahrscheinlich nichts mehr drin. Das ist meine Jacke. Wenn ich nass ich im Bier habe. Kaffee ausgeben oder was? Hä? Der Kaffee ausgeben. Ja, ja. Der wollte meinen Kaffee haben. Deutsch sprechen. Ja, ja. Das ist hier. Da ja nicht. Nee, ja. Hat man so erlebt. Ach, hallo. Das ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert, Lumen. Schön, dass du da bist, Lumen. Wie geht es dir? Ayay, sagt sie immer. Na, war doch eine schöne Pause im Rewe Inn und man hat wieder was erlebt. Wir hatten den bettelnden russischen Zigeuner. Aber sehr hartnäckig. Der wollte gar nicht gehen. Der hat gedacht, bei dir geht was. Bei mir? Ja, das wurde so. Sag. Weil du nicht Nein gesagt hast. Das stand der ewig. Wie, weil ich nicht Nein gesagt habe? Wurde so, hä? Also, hä? Was soll ich denn sagen? Mensch, wieder an Ruhr, oh, muss man erstmal so begegnen. Natürlich, aber wenn du nervst oder weggehen. Naja. Nicht mit jedem. Na, vor allem hat er ja irgendwas gefaselt. Ich weiß ja nicht, was er da gefaselt hat, so richtig. Ich meine, ich kann ja ein bisschen Russisch. Also, konnte ich mal, aber ich erinnere mich da an nichts weiter. Er hat gesagt, ich habe so einen Durst und ihr habt da was zu trinken. Nein, das hat der nicht gesagt. Das glaube ich nicht, dass der das gesagt hat. Er hat irgendwas gesagt, dass er was haben will. Das ist ein Fasel, ist er gewesen. Er hat Fasel gesprochen. Es gibt den Namen Fasel. Das ist man als Erzieher in der Kita. Fasel. Fasel. Den mochte Lumen sehr gern. Schluss mit Gefasel. Ringo und Annette haben geschrieben. Das hab ich gelesen. Ja, das stimmt. Nicht immer vorbeifahren, auch mal anhalten. Also auch mal besuchen. Ja. Ich frage mich, wie soll die gehen? Muss ich vorher jemanden umbringen, oder? Oder wie? Ich das nix. Ach, keine Ahnung, vielleicht wird sie noch dann was. Nee. Müssen wir mal die Namen sagen, für die sie zuständig sind, also die Sachbearbeiterbereich. M bis Z. M bis Z. Dann kommt das hin. Schaffen zu wenig. Von M bis Z. Das sind so viele. Vielleicht ja, gut, aber für ja. Den Umkreis von 1 Kilometer. Guck mal, deine Fahrradpolizei sind ja auch nur zwei zuständig. Die schaffen es ja auch nicht. Ja. Die haben ja noch mich. Das ist doch egal. Und jetzt fiel mir auch ein, denn später, als ich aufgelegt habe, Mann, die hätte ich ja fragen können, wo mein Computerchip geblieben ist. Ja, ich dachte, das hast du gemacht. Na, nee, ich habe ja nicht, ich wusste ja auch ja nicht, welche, wegen welchem war das Fahrrad. Wegen dem Fahrrad. Ich wurde angerufen von der Polizei, wegen dem, ja, es war von dem Fahrrad. Von dem Typen, der sich da, ich muss hier nochmal zurück. Was hast du denn gesagt? Noch mal zurück, kannst du nochmal gucken nach der Nummer, die mich angerufen hat? Ja, aber was gab's, ich hatte keine Dings dazu. Doch, wir gehen ja bis zu denen, aber ich habe nur einen Schluck, sonst nichts mehr. Na, das ist jetzt ja nicht. Du musst was trinken, Lumi. Musst du dir was nehmen? Das ist wichtig. Okay, hast du es gekauft oder gefunden? Das halt gekauft. Ich bin bei Claudia vorbeigelaufen, die kommen morgen 10 bis 11 Uhr. Und dann hatte sie ja die neuen Sachen da von der Räumung. Und dann habe ich gekauft einen Aschenbecher, weil ich ja Aschenbecher so liebe. Nein, ich würde nicht. Schnell kommt das Fleisch in mein Zimmer. Das ist der Aschenbecher. Was willst du denn damit holen? Na, kommt das Warte. Das ist eigentlich nicht so. Ist der Aschenbecher?
Da steht drauf First Class Only. Zeig mal. Ja, kannst du mal Mama geben, auch. Schöne Ding und 30er Jahre Art Deco Entwurf. Und dann halt diese draußen diese Dinge hier sehen. Man kann aber heute unbedingt diese Teile kaufen. Und eigentlich wollte ich gar nicht kaufen. Aber, fuck, jetzt lass mal los. Lass mal kurz. Die ist total begeistert. Komm rein und die sagt, du musst in mein Zimmer. Da war so eine Lastplatte drauf, die hört dann natürlich nicht auf. Ich kann mal rein sehen, was die Teile ist. Praktisch, hier unten ist die Nummer drauf. Zeig mal die Nummer. Zimmer. Ich wollte auch, wo so mein Zimmer hinziehen kann. Blumensäule. Blumensäule ist das, ja. Oh, das ist... Ja, fand ich hier gut. Oh, von hier sieht sie aus wie lila. Nein. Guck mal, Blau. Die ist total begeistert. Sieht schön aus, das ist mein Zimmer. Fakt ist, das ist richtig... Toll, das Ding. Und alt ist es auch. Und Emaille-Malerei ist auch drauf. Mama, nicht sie, nein. Mama, nicht sie so weg. Papa, du sollst es in mein Zimmer dann hinstellen. Oh Gott. Okay, ich sag dir das so. Mama, ich wechsle mal. Die klaut mir meine Ware. Gibt's ja gar nicht. Das ist normalerweise, will ich das verkaufen. Ich verkaufen. Ich verkaufen. Ich will das verkaufen eigentlich. Nein, Papa. Wieso nicht? Ist okay. Kommt in mein Zimmer. Setz sofort. Was denn da hin in dein Zimmer? Jetzt war es voll. Ich weiß auch, wo es hinkommt. Bei dem Kamin. Da wird sich wälzen. Nein, ich meine nicht bei dem Kamin. Komm, Papa, zeig dir mal, wo es hin soll. Ein Bett machen. Papa. Dann ist es auch noch in meinem Bett hier so Blumen. Da. Dann. So kann man sich hier holen. Zack, das ist die Beute von heute. Auf alle Fälle. Das ist einmal dieser wunderschöne First Class Dampfer Aschenbecher. Wenn man den aufklappt, hat man hier die Ablage für die Zigarette. Hier. Was machst du da? Ja, ja. Das ja, ist so. Hab ich schon gesehen. Und das andere ist diese Blumensäule um 1900. Was ist Lumens? 1910. Du das ungefähr. Ja. Nee, nicht nur vor 1900. 1900. 1890, 1900, so müsste die sein. Ich hätte jetzt auch so 1888. 88, 98. Ja, eigentlich schon, weil alles andere müsste denn schon mit ein bisschen mehr jugendstilig so sein, nicht so ist. Ich hätte jetzt auch gedacht, ja, 1880. Ja. Für 15 Euro beide zusammen. Das ist ein 5er, das ist ein 10er. Richtig toll, richtig schön. Ich will auch was für meine Sammlung. Privat. Was ist los mit dir? Das ist voll komisch. Das ist total verwirrend jetzt von dir. Okay, vielleicht ist sie verwöhnt von mir. Es kann ja durchaus sein, ja, wenn man für sie kocht. So. Ja, und jetzt denkt sie, kann hier alles haben. Das finde ich total blöd. Zu Recht, kann sie. Nee. Hauptsache, die stirbt nicht. Nee, jetzt muss mal langsam wieder ein bisschen Erziehung rein. Boah, ist sie dünn. Nee, jetzt, ich finde, sie sieht aber schon besser aus. Das sind die Verreusenhaare. Ja, die hat auch total viele Schuppen. Na, mein ich doch. Die putzt sich gar nicht. Außerdem ist sie weggelaufen. Lisa hat geklingelt und gefragt, ob Anouk da ist. Und ich habe gesagt, nein. Und die Mutter stand in der Tür. Was macht Mietzi? Sie rennt raus, aus der Haustür. Und? Ja, die Mutter hat sie gerade noch so festgehalten. Also sie nicht rausgerannt aus der Haustür? Ja doch, sie stand schon mit dem Po draußen. Vielleicht musste sie pupsen oder wollte nur laut sein. Nee, eigentlich war sie mit dem Kopf draußen, der Po war drin, aber ist egal. Zurückgeschleudert. Ja.
Minuten schon wieder zurück. Return to sender. Guck mal, sie ist so. Sie will an den Fisch. Nee, da hat sie doch. Fisch! Die wollte auch die ganze Zeit von Skadi dann hier vom Tisch klauen, als weil du ihr das beigebracht hast, dass sie das alles haben kann. Habe ich ihr nie beigebracht, dass sie das alles haben kann. Doch, weil du ihr immer alles gibst. Ja, aber ich... Und auf dem Tisch darf sie jetzt hier essen. Ja, das hat doch nichts damit zu tun. Sie darf hier nicht auf dem Tisch essen, sie darf auf dem Tisch essen. Will ich aber auch nicht. Finde ich eklig. Dann möchte ich auch nicht, dass du hier auf dem Tisch isst. Finde ich auch eklig. Ich sitze ja nicht auf dem Tisch und esse drauf. Ich sitze am Tisch. Ja, das kann man ihr noch nie beibringen, so einen langen Hals hat sie noch nicht. Ja, deswegen gehört sie auf den Boden. Du gehörst auch auf den Boden. Sag mal. Ich dachte. Die kommt doch nicht vom Boden an den Tisch ran zum Essen. Soll sie auch gar nicht. Es ist ein Tier, die sitzt nicht aufrecht beim Essen. Die macht so. Sie macht kein Besteck schmutzig. Die macht den ganzen Boden dreckig. Weil sie am Boden essen soll. Den Tisch dreckig kannst du nicht sagen, weil das machen deine Kinder auch hier zur Genüge. Sieh mal, wie das immer aussieht bei euch. Und gerade bei dir, müsstest du ja wissen, du kleckerst die ganze Tischdecke voll immer. Bei dir ist um dich rum immer alles voll gekrümelt. Ja, und ich bin ja auch die Einzige, die das sauber macht. Also darf da ich musst das ja auch, weil du bist ja auch die Einzige, die schmutzig macht. Nee. Das sind meine Sidekicks. Du musst so auf dem Boden essen und dann halt sagst du, da macht die ganzen Boden dreckig, aber du hast doch selbst gesagt, die so auf dem Boden. Ja, und dann sagst du wieder, was hast du denn hier rumgesaugt? Ich muss wieder alles wischen. Ich bin ja die Einzige, die alles wischt. Ja, weil das hier oben, Anouk, mache ich unser Essen. Und wenn da überall ausgespuckte Sachen rumliegen von Mizi, weil ihr alles aus dem Mund fällt, finde ich das eklig. Ja, und was mit Skadi? Ausgespuckte Sachen überall rumliegen, weil ihr so aus dem Mund fällt? Ja, finde ich auch eklig. Mit Absicht. Auch von der Katze finde ich noch ekliger. Das ist keine Katze. Das guck. Ist doch hier. Mama, guck. Wir sind eine heilige Böhme. Unser erstes Kind. Die heilige Böhme. Heiliges was? Kind. Was? Wilma? Böhme. Oh meine Süße, bist du eine kleine Heilige? Kleine Heilige bist du. So eine Süße bist du. Katze bist du. Willst du eine rauchen? Du da. Ich will dir sogar Zigaretten kaufen. Ja. Mach ich sonst nie, für niemanden. Für niemanden. Aber für dich schon. Niemals. Nicht mal für die Katze. Nein, 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 nicht für dich. Keine Drogen. Keiner macht den Drogen. Keiner macht den Drogen, auf alle Fälle. Nein, hast ja recht. Ich würde es auch nie in meinem Leben versuchen. Können wir das schriftlich haben? Wir haben es auf Kamera schon. Nein, haben wir nicht. Gelübde von Anouk. Was soll ich sagen? Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich niemals. Ich schwöre, dass ich niemals Drogen oder Zigaretten rauche oder nehme und Bier trinke. Oder andere Substanzen. Oder andere Substanzen, die zu mir nehmen die werde. Wo man berauscht wird. Betrunken. Wo man berauscht. Süchtig werden kann. Betrunken. Ja, süchtig werden kann. Das denke ich nicht. Die, wo man süchtig werden tut. Schwör. Schwör. Autsch. Schwör auf die Katze, die Heilige von Birma. Na, weißt du? Schwör auf die Katze! Ich schwör auf die Katze! Ich schwör auf Lumen, ich schwör auf Mama, ich schwör auf Papa. Sieht aber nicht so gut aus. Schwör. Aber weißt du, Faday hat heute richtig... Ja, eben, solange wie man sie noch haben, muss sie das auch bis in ihren Tod mit reinnehmen. Okay, Nuki, danke für diesen wunderschönen Abschluss dieses Familien... Hässliches. Dieser wunderschöne... Nein, ihr filmt doch noch mehr! Find mich! Ja, okay, okay, jawohl! Meine Chefin! Ja. Nein, ich meine, ihr filmt doch euch noch, weil ihr doch ausgeht noch zusammen zum Essen. Psst. Ich hab noch nicht verraten, was wir Cooles machen. Spoiler-Alarm! Yeah. Und die Kinder sind weg zu Hause. Babysitter. Babysitter. Und interessieren uns überhaupt gar nicht. Ich war ganz schön traurig, auch wenn wir gleich in mein Eigen liegen. Ja, kann er ja machen. Ja, wenn ich raus darf, dann sehr gerne. Drauf. Du freust dich darüber? Ja, ich freue mich darüber, dass und darauf. Ich freue mich wirklich drüber, weil.
mir. Das hat mit mir natürlich nur am Rande was zu tun. Weil einer muss die Rechnung ja bezahlen für Popcorn. Tut mir leid, die Karten habe ich schon gekauft. Von deinem Konto. Schon von meinem Konto abgehangen. Fantastisch. So ist recht. Ich habe bis Komasee. Verstehst du? Verstehst du? Hast du verstanden? Ja? Hast du? Hast du wirklich verstanden? Hast du den wirklich verstanden? Erklär dir mal. Erklär dir mal. Was ist das? Kompensee? Irgendein See. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Next round. Das war doppeldeutig. Ja, ich hab das Kummersee. Was kannst du denn? Das ist ja der Wortakrobat. Seinesgleichen. Nur Icke oder Icke. Wie sagt man so schön? It's me, myself and I. Oh Gott. Oh Gott. Was haben wir jetzt für Frauen? Ich bin sogar schwanger. Mit einem Mädchen. Eine Dunkelfrau. Oder was? Was nur, weil ich schwarz bin, weil ich einen Schwanz habe. Eingepackt sein? Darf nicht korrekt eingepackt sein, das Auto, und die gucken ins Auto und das muss unordentlich sein. Hast du noch ein Taschentuch, was du drin schmeißen kannst? Ja. Ich weiß, du bist ja eine Frau. Ansonsten weiß ja kein Mensch, dass das Frauenparkplätze sind. Die haben in dem Filmplakat alle drei Charaktere tatsächlich auch vereint. Wie haben sie das gemacht? Seine Charaktere? Oder welche? Alles wird angesprochen in dem Filmplakat. Dennis? Nee. Die drei. Mit seinem Cape? Was wird angesprochen? Achso, du meinst das Glas? Ich meine. Split? Genau, Glas? Split? Ist es nicht ganz gebrochen. Und Unbreakable. Also alles wird auch in diesem Sprung, mit diesem Sprung des Glases angedeutet, irgendwie, angespielt. Also, da haben wir ja früher noch drüber gesprochen, über die Titel. Das ist schon absichtlich. Bei Glas ist es ein Sprung. Und bei ihm eben nicht. Bei ihm ist es gesplittet. Gesplittet. Und bei ihm. Bei ihm ist es ganz. Genau. Sogar das Filmplakat ist gut. Das muss die Karte einfach nochmal kaufen. Das muss belohnt werden. Ist natürlich nicht erlaubt. Filmaufnahmen zu machen im Kino, deswegen machen wir auch keiner. Und wir filmen auch nicht den Film. Aber jetzt sitzen wir schon da, haben schon Popcorn und so. Heute ist Unfähigenwoche hier im Kino auf alle Fälle. Der Konto auf 100 Euro musste erstmal mit dem Taschenrechner. Und dann sagt er, nein, weiß nicht. Ja, und sie wusste nicht, wie das funktioniert mit den Barcodes und Einscannen bei Online-Bestellungen. Das ist kurios. Wir sind jetzt hier und genießen den Abend. Tja, wir sind raus. Und es war? Traurig. Traurig. Aber sehenswert. Man muss die anderen Teile gesehen haben. Man muss die gesehen haben, ja. Sonst versteht man gar nichts. Und so wie die neben mir, wo der Typ den ganzen Film erklärt hat, weil er sehr auch nicht wusste, worum es geht. Und man muss so eine Filme natürlich mögen, die ein bisschen ruhiger sind tatsächlich. Und ein bisschen zum Nachdenken anregen. Das war schon sehr übernatürlich diesmal. Das ist nicht anders als die anderen zusammengenommen, aber es war ja die anderen Filme zusammengenommen. Stimmt, es waren alle drei diesmal zusammen. Alle drei Filme. Und es wird für viele, die Actionfilme mögen, wird es ein sehr langweiliger Film sein. Also, die werden es so wahrnehmen.
Aber es ist nicht langweilig eigentlich. Es ist Psychologie. Ja, auf jeden Fall. Psychologie. Es geht nicht nur darum. Alles in der Anstalt gespielt. Alles Gespräche. Also Resümee, ich fand ihn gut. Traurig. Er war gut traurig. Aber es ist schlimm, jedes Mal. Der Film endet und alle stehen auf und rennen los, schnell weg, schnell raus. Das macht man nur bei einem schlechten Film, bin ich der Meinung. Das machst du bei keinem. Und aber das ich glaube, das ist heutzutage so. Ich glaub, geht das im Kino ist, nicht, das denn ist, Kino ist ein Erlebnis. Das ich muss glaube, man. Das ist das, aber Tobi, das ist wirklich die Leute. Das ist schlimm, ich finde es was schlimm. Was die da bezahlt haben für den Film, um den Film zu machen, was der Typ sich hat einfallen lassen, um so eine Geschichte aufzubauen. Die super ist. Und dann steht man auf und haut ab. Ach man, ich bin trotzdem traurig. Es ist traurig, wie immer. Das war nicht befriedigend, das Ergebnis zum Schluss. Nicht so viel spoilern. Fakt ist, wir müssen jetzt nach Hause, weil unsere Tochter weint. Die ganze Zeit. Die Lumen. Die sich so auf Bianca gefreut hat. Genau. Lässt sich nicht beruhigen. Also müssen wir nach Hause. Na gut, wir biegen ein. Zielgerade. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Ciao.